Es ist Dienstag, der 8. März und damit hallo und herzlich willkommen zu Hamburg 1 aktuell. Das sind unsere Themen. Kriegsgeflüchtete. Erster Ansturm ist erst der Anfang. Hilfsbereitschaft. Über Spendenaktion und private Unterbringung. Strategiewechsel. Sozialbehörde stellt Impfplan für den Sommer vor. Seit Montagabend können ukrainische Kriegsgeflüchtete auch in den Messehallen ein Dach über dem Kopf finden. Stand heute sollen es bisher 450 Menschen sein, die sich zu viert auf 16 Quadratmeter Zimmern verteilen. Kurz nach Kriegsbeginn war das Ankunftszentrum in Rahlstedt die erste Anlaufstelle für Schutzsuchende. Hier soll neben der Unterbringung auch vornehmlich die Anmeldung bzw. Registrierung von Neuankömmlingen vorgenommen werden. Schon jetzt scheint das Ankunftszentrum überlastet zu sein. Unsere Reporterin Nara Heimann war vor Ort. An der Solidarität der Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine scheitert es in Hamburg nicht. Allerdings gibt es Probleme organisatorischer Art, vor allen Dingen bei der Registrierung. Wir sind heute in Rahlstedt und haben uns ein Bild gemacht, wie das alles läuft. Wie Sie hinter mir sehen können, es ist eine Schlange da, die war aber in den letzten Tagen noch länger und teilweise müssten Menschen sogar 2 Tage warten, bis sie dann hier ihre Registrierung bekommen haben und dann untergekommen sind. Wir wissen eigentlich nie, wann Busse ankommen, weil da auch die Kommunikation irgendwie nicht so ganz klar ist. Das Problem ist nicht nur, dass viele Menschen hier ankommen und warten mussten, bis sie sich registriert haben. Es gibt auch noch ein anderes Problem hier in Rahlstedt und überall auch, wo die Geflüchteten aufgenommen werden. Und zwar, sie können keine Haustiere mitnehmen. Und ich habe eben einen Mann getroffen aus Kiew, der sehr emotional wurde, weil er erfahren hat, einfach, dass er mit seinem Haustier hier in Rahlstedt gar nicht unterkommen darf. Sie sagten mir gerade, das ist nicht unser Problem, wir wissen es nicht. Ich fragte, gut, wenn ich hier reingehe und meinen Hund woanders lasse, kann ich dann rauskommen? Sie sagten, nein, sie wissen es nicht. Ich fragte, bin ich da drin wie gefangen? Sie sagten, für eine gewisse Zeit vielleicht schon. Ich möchte hier nicht gefangen sitzen, das ist unmenschlich. Weder in der Ukraine noch woanders hatten wir das Problem. Auf unsere Nachfrage während der Landespressekonferenz hatte Hamburgs Sozialsenatorin Leonard schon eine Antwort parat zu diesem Problem. Aus bekannten Gründen Tiere nicht in jeder Form von Gemeinschaftsunterbringung gehalten werden können. Da gibt es auch gesetzliche Regeln in Deutschland. Wir haben aber gemeinsam mit dem ukrainischen Hilfsverein eine gute Lösung gefunden. Der vermittelt Tierpatenschaften für die Zeit, in der man sozusagen in so einer Unterbringung sein muss. Und wenn es dann nachher in das Thema abgeschlossener Wohnraum geht und dergleichen mehr, ist ja auch schon viel mehr möglich. Ja, man geht davon aus, dass die Anzahl der Geflüchteten aus der Ukraine in den nächsten Tagen in Hamburg ansteigt und damit es mit der Registrierung und mit der Organisation auch besser vorangeht in Hamburg, kann man auch ab dem 9. März bei Amt für Migration an der Hammerstraße sich registrieren lassen. Die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten war auch auf der heutigen Landespressekonferenz ein großes Thema. Auf unserer Homepage www.hamburg1.de finden Sie die wichtigsten Aussagen zusammengefasst. Vor fast 2 Wochen ist Russland in die Ukraine eingefallen. In kürzester Zeit haben sich seitdem zahlreiche private Spendenaktionen gebildet. Die Hilfsbereitschaft der Hamburger ist groß, die Möglichkeiten zu helfen vielfältig. Seit einigen Tagen stapeln sich hier in einem Lagerraum in Barmbek die Kisten. Durch Instagram konnte sich eine Gruppe junger Leute zusammenschließen, die jetzt You Help Ukraine sind. Das Tattoo-Studio Kodiak hat über die sozialen Netzwerke zu einer Spendenaktion aufgerufen. Dadurch ist auch der Kontakt zu Sergej entstanden. Er ist selbst Ukrainer und hat Familie im Kriegsgebiet. Als der Krieg angefangen hat, waren wir erstmal alle geschockt, aber nach 2, 3 Tagen haben wir uns gefangen und gedacht, was man machen kann. Und humanitäre Hilfe ist das, was auf jeden Fall benötigt wird. Im Prinzip brauchen die Menschen dort all das, was wir auch hier brauchen, und die Lieferketten sind dort komplett gekappt.
Die Lagerräume werden vom Lieferdienst Gorillas zur Verfügung gestellt. Besonders dringend benötigt werden lang haltbare Lebensmittel, Babynahrung, Winterkleidung, Schlafsäcke und Hygieneartikel. Auch medizinische Güter sind gefragt. Darum kümmert sich die Medizinstudentenvereinigung Stupoli Hamburg. Jetzt stellen wir quasi medizinisches Know-how und Kontakte zur Verfügung, um auf der medizinischen Ebene helfen zu können, haben Kontakte vor Ort, die uns Listen übermitteln, was momentan am ehesten in den Krankenhäusern benötigt wird und kümmern uns darum, diese Waren auch hier ins Lager zu bekommen, um die auch dann im großen Stil in die Ukraine liefern zu können. Nicht nur für die Menschen im Kriegsgebiet ist die Hilfsbereitschaft groß. Auch die Geflüchteten aus der Ukraine bekommen hier in Hamburg Unterstützung. Viktoria stellt, wie viele andere, ihre eigenen 4 Wände zur Verfügung. Verwandte und Bekannte finden bei ihr Zuflucht. Ich habe dann Zimmer von meiner Tochter quasi abgebaut für meine Freundin mit kleinem Kind. Dann haben sie eine ruhige Ecke. Im Wohnzimmer wohnt dann meine Mama. Auch Viktoria war dabei auf Spenden angewiesen. Von Freunden und Bekannten bekam sie Klamotten, Geld und Fahrräder für die Kinder. Ich habe das Gefühl, dass sie alles, was sie haben, dass Leute aus der Ukraine happy zu machen. Ich bin 1000-mal dankbar für alle Leute, wer das macht. Ihr seid einfach tolle Menschen. Die Spendensammlung von You Help Ukraine soll sich noch am Mittwoch auf den Weg in die ukrainische Stadt Rovno machen. Von dort werden die Spenden dann in weitere Krisengebiete verteilt. Heute ist Internationaler Frauentag. Bevor wir dazu gleich eine Stimme vom Hamburger Landesfrauenrat hören, haben wir Hamburgerinnen gefragt, was sie mit diesem speziellen Tag verbinden. Ich glaube, es ist ein wichtiger Tag. Aber ich glaube, er ist zu sehr unter diesem Deckmantel, weil Frauentag, du kriegst als Frau eine Blume geschenkt und das ist schön und dafür wirst du dann gelobt. Aber ich glaube, da steckt halt viel, viel mehr hinter. Auch im Beruf erlebt man das schon, dass man dann, weiß nicht, bei Gehaltsverhandlungen vielleicht anders behandelt wird oder eben gleich mit im Kopf gerechnet wird. Ach ja, die wird bald schwanger. Auf die Kinder aufzupassen. Haushalt zu machen, für die Kinder zu kochen, wenn sie aus der Schule kommen. Das würde ich mir wünschen, dass das mehr Männer tun. Vielleicht ist es auch schrecklich, dass es den immer noch geben muss, weil er eben darauf aufmerksam machen soll, dass wir mehr Gleichberechtigung brauchen und mehr Fortschritt immer noch für Frauen. Und immer wenn das quasi weggeredet wird, dann merke ich, wie sich mir die Nackenhaare quasi aufstellen. Frauen verdienen durchschnittlich weiterhin weniger als Männer. Jede dritte Frau in der EU hat in ihrem Leben körperlich und/oder sexualisierte Gewalt erfahren. Solange Frauen noch nicht gleichberechtigt seien, brauche es einen internationalen Frauentag, sagt Eva Burgdorf vom Hamburger Landesfrauenrat. Solange wie Frauen noch nicht gleichberechtigt sind, noch nicht das alles tun können und das gleiche Geld verdienen und die gleiche Arbeitszeit haben wie die Männer, solange brauchen wir ihn noch. Solange wie Frauen immer noch von sexueller Gewalt betroffen sind, solange wie sie immer noch den Gender Pay Gap haben, den Care Gap, also alles das, was die Sorgearbeit ausmacht, davon betroffen sind, brauchen wir den Internationalen Frauentag. Wir brauchen Paritätsgesetze, wir brauchen die Gleichstellung innerhalb der Politik, innerhalb dessen, dass wir die Macht, die politische Macht zwischen den Geschlechtern gerecht aufgeteilt haben. Wir brauchen sie innerhalb der Wirtschaft. Wir haben immer noch zu wenig weibliche Führungskräfte. Wir brauchen sie in dem, dass wir gerechte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen erreichen. Seit dem Wochenende gelten auch in Hamburg neue Corona-Öffnungsschritte. Insgesamt hat man das Gefühl, mit der Pandemie vielleicht doch endlich auf die Zielgerade eingebogen zu sein. Doch aktuell steigen die Inzidenzen wieder, während die Impfnachfrage sinkt. Auch mit Blick auf den nun nahenden Sommer hat die Sozialbehörde ihre neue Impfstrategie heute vorgestellt. 2.541 neue Corona-Fälle, das meldet die Sozialbehörde am Dienstag. 38 Menschen befinden sich demnach derzeit in intensivmedizinischer Betreuung. Die Hospitalisierungsrate liegt bei 3,35 und seit dem Vortag gab es keine weiteren Verstorbenen im Zusammenhang mit Corona. Die Inzidenz in der Stadt aktuell bei 752,7. Eine Zahl, die uns vor
nicht mal 6 Monaten wahrscheinlich sehr, sehr erschreckt hätte, die heute aber deutlich unter dem Bundesschnitt liegt. Auch wenn die Inzidenz nun wieder steigt, die Situation sei laut Senatorin auch in den Krankenhäusern deutlich entspannter als noch vor etwa 6 Wochen. Zeit also zum Durchschnaufen und neu aufstellen, denn die Impfnachfrage sinkt. Daher werden wir uns neu sortieren und werden ab 1.5., also nicht unmittelbar sofort, aber ab Mai mit einer anderen stehenden Struktur ein Impfangebot in der Stadt machen. 2 neue Impfzentren am Flughafen und in Harburg sollen dann die Impfungen in Hamburg bündeln. Ihre Kapazitäten werden geringer sein als die aktuellen Angebote, können jedoch je nach Bedarf flexibel angepasst und ausgebaut werden. Trotz einer Impfquote von rund 93% bei über 18-Jährigen wolle man in diesem Jahr nicht ohne Impfzentren in den Herbst starten. Dazu werden wir weiterhin mit mobilen Impfteams Angebote an anderen Orten machen und auch in Einrichtungen Impfangebote vorhalten. In denen wird schon ab der kommenden Woche die einrichtungsbezogene Impfpflicht gelten. Gerade in einigen ambulanten Bereichen aber sei die Impfquote noch nicht zufriedenstellend. Daran konnte bislang auch der neue Impfstoff Novavax nichts ändern. Über mögliche Betretungsverbote entscheiden die Gesundheitsämter. Ungeimpfte könnten aber auch vorerst weiterarbeiten dürfen. Aber natürlich dann unter bestimmten Einschränkungen wie Vollschutzarbeit und dergleichen mehr. Also wir nehmen das schon ernst. Und die einrichtungsbezogene Impfpflicht muss umgesetzt werden. Da gibt es kein Vertun. Die Entscheidung über Konsequenzen für ungeimpftes Personal sei betriebsspezifisch, so die Senatorin. Ungeimpfte dürften es nun aber darauf ankommen lassen. Bis zum nächsten Mittwoch ist ein vollständiger Impfschutz nicht mehr möglich. Und weitere Meldungen des Tages gibt es hier im Nachrichtenüberblick. Am frühen Morgen sind 6 an Krebs erkrankte Kinder aus der Ukraine im UKE angekommen. An der Rettungsaktion des Kinderkrebszentrums waren insgesamt 31 Mitarbeiter beteiligt. Die Kinder sollen nun auf verschiedene Kliniken in Norddeutschland aufgeteilt werden. Trotz einer Verzögerung im Zeitplan zog Dr. Klaus Bublitz, Geschäftsführer des Knack den Krebs e.V., eine positive Bilanz und kündigte an, weitere solche Aktionen planen zu wollen. Das Amtsgericht Altona hat eine Verfahrenseröffnung gegen HSV-Stürmer Bakariata abgelehnt. Wie die Gerichtspressestelle auf Nachfrage bestätigte, liegt laut Beschluss des Gerichts kein hinreichender Tatverdacht vor. Dem 23-jährigen Gambier wurde seit August 2019 mehrfach vorgeworfen, bei der Einreise nach Deutschland einen falschen Namen und ein falsches Alter angegeben zu haben. Mit der Gerichtsentscheidung gilt er nun offiziell als unschuldig. Weitere Untersuchungen wurden nicht angeordnet. Anlässlich des Internationalen Frauentags hat der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe eine Kundgebung auf dem Rathausmarkt abgehalten. Dabei stellten sie eine Wunschwand auf, an die Passanten ihre Wünsche für den Pflegeberuf heften konnten. Der Verband selbst hat ebenfalls klare Wünsche und Forderungen. Konkret fordern wir mehr Bezahlung, eine Familie und Karriere unter einen Hut zu bringen, dass sozusagen die Einrichtungen, die Gesellschaft, die Industrie oder auch die Wirtschaft darauf eingeht, dass Kinderbetreuung jederzeit möglich ist, dass sozusagen Frauen die gleiche Karriere machen können wie Männer. Und wir kommen zum Sport. Große sportliche Ambitionen, Stadionsuche und Beendigung der Partnerschaft mit einem russischen Ölkonzern. Es ist derzeit viel los bei Teutonia Ottensen. Sportlich wird es ab dem Wochenende wieder wichtig, denn dann startet die Meisterrunde in der Regionalliga Nord. Bei der Mission Aufstieg Dritte Liga ruhen die Hoffnungen unter anderem auf einem, der die Liga bereits kennt. 19 Spiele, 9 Tore. Teutonia-Torjäger Mats Faklam ist einer der Hoffnungsträger im Kampf um den Aufstieg. Der 1,96 Meter große Mittelstürmer verfügt durch seine Zeit bei den Sportfreunden Lotte bereits über Drittliga-Erfahrung und kennt daher den ganz besonderen Reiz der dritten Liga. Dieses Gefühl, vor teilweise 10.000 Fans zu spielen, zum Beispiel Magdeburg oder Mannheim oder sowas, und auch, dass deine Freunde im Fernsehen die Spiele gucken können, das ist einfach was ganz Besonderes. Und ja, du machst dir da ja deinen Traum quasi zum Beruf, in dem du Profifußballer bist, und ja, davon träumt jeder kleine Junge, der Fußball spielt. Doch der Weg dahin ist noch lang. Schritt 1, der Auftakt in die Meisterrunde. Erster Gegner, Werder Bremen 2.
Man weiß bei einer zweiten Mannschaft nie, was von oben runterkommt. Wenn wir unser Spiel durchbringen, wird es für jeden Gegner schwer, uns zu schlagen. Aber das müssen wir dann auch machen. Aber nichtsdestotrotz wissen wir natürlich schon, was auf uns zukommt. Bremen hat seit Jahren immer eine sehr gut ausgebildete zweite Mannschaft. Hat ja auch eigentlich immer sehr, sehr weit oben gespielt, auch in der dritten Liga schon mal. Teutonia, Oldenburg, Flensburg, Lübeck sowie die Zweitvertretungen vom HSV und Bremen. Insgesamt 6 Teams haben eine Drittliga-Lizenz beantragt. Wirtschaftlich und organisatorisch dürfte der Weg in Liga 3 damit geebnet sein. Sportlich starten die Teutonen jedoch mit 4 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Oldenburg in die Aufstiegsrunde. Wir müssen einfach von Spiel zu Spiel gucken. Wir müssen einfach jedes Spiel gewinnen wollen und dann gucken wir, wie wir am Ende stehen. Wir haben noch 2 Spiele gegen Oldenburg und wenn wir beide gewinnen, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Man darf jetzt nicht sagen, wir spielen jetzt gegen den Zweiten, darauf die Woche gegen den Ersten, sondern wir spielen gegen die 5 besten Mannschaften aus der anderen Staffel. Ich glaube, jedes Spiel ist schwierig, jedes Spiel ist eine Herausforderung, aber wir freuen uns drauf. Wir wollen uns ja mit den Besten messen. 10 Spiele bleiben für den Sprung auf Platz 1. Dann würde es in 2 Relegationsspielen gegen den Sieger der Regionalliga Nordost gehen. Der Weg ist lang und steinig. Doch wer wie Mats Facklam schon mal in der dritten Liga gespielt hat, weiß, dass sich das Kämpfen lohnt. Und als Mittelstürmer hat der 25-Jährige ja vieles selbst auf dem Fuß. Ach, jeden Tag Sonne, das haben wir lange vermisst. Frank, bleibt es so schön? Ja, wir können uns darauf freuen, dass wir noch ein bisschen schönes Wetter bekommen in den kommenden Tagen. Wir gucken uns mal die aktuelle Wetterlage an. Hoch Martin über Mittel- und Osteuropa ist für das Wetter bei uns in den kommenden Tagen und auch heute verantwortlich. Die milde Luft, die von Süden her bis nach Norden in Richtung Skandinavien strömt, sie wird uns jetzt auch ein bisschen stärker erreichen, sodass die Tagestemperaturen noch ein bisschen weiter ansteigen. Jetzt in der Nacht allerdings gehen die Temperaturen nochmal zurück auf Werte bis minus 2 Grad, vor allen Dingen im Hamburger Umland am Erdboden noch einmal Temperaturen auch unter minus 5 Grad. Morgen dann allerdings wird es langsam immer ein bisschen milder. 11 Grad sind es morgen im Tagesverlauf. Dazu gibt es reichlich Sonnenschein. Es bleibt trocken. Niederschlag ist erst einmal weit und breit nicht in Sicht. Kurz nach Sonnenaufgang um 6.49 Uhr geht dann um 9.14 Uhr auch der Mond auf, von dem allerdings dann im Tagesverlauf nicht allzu viel zu sehen sein wird. Die Temperaturen in den kommenden Tagen langsam weiter ansteigend. 0 Grad sind es nochmal in der Nacht zum Donnerstag, 12 Grad dann am Tage. Dazu bleibt es sonnig und trocken. Ähnlich freundlich ist dann auch der Freitag. Erst später ziehen dann mal ein paar dichte Wolken auf. Es wird dann aber nach und nach ein bisschen windiger. Dieser Südwind nimmt dann doch ein bisschen zu. Die Wolken werden auch ein bisschen dichter insgesamt am Wochenende, aber der Eindruck ist eben schon freundlich und trocken und die Tagestemperaturen steigen langsam in Richtung der magischen 15 Grad Marke, die wir in den nächsten Tagen noch nicht erreichen werden, aber es wird schon mal ein bisschen milder. Machen Sie das Beste aus diesem Wetter. Ihnen noch einen schönen Abend und kommen Sie gut durch die Nacht. Und das war Hamburg 1 aktuell für heute. Ihnen noch einen schönen Abend.